Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch Update begrüßen. Zunächst wünschen wir Ihnen gerne noch vom gesamten Team ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024. Es wird mit Sicherheit wieder bewegend werden. Die Kapitalmärkte und alles, was die Wirtschaft bewegt, werden zumindest ihr Übriges dazu tun. Umso mehr hoffe ich, dass es für Sie persönlich ein rundes und gutes Jahr wird. Die heutige Fragestellung, globales Marktumfeld, aber Fokus natürlich auf das Thema Inflation, Zinsen und dementsprechend auch die wichtige Frage, die wir mit Ihnen diskutieren möchten. Optimales Anlageumfeld oder 2022 Reloaded? Sie wissen, im Jahr 2022 nahezu alle Vermögensklassen gemeinsam gefallen. Wir wollen uns kurz die Historie anschauen, die aktuellen Daten, um dann die Fragestellungen aufzuwerfen, mit denen sich Anleger jetzt auf Basis ihrer individuellen Präferenzen und Anlagestruktur beschäftigen sollten, weil die sind, das werden wir sehen, nicht immer homogen. Die Themen, die werden wir nicht chronologisch abarbeiten, sondern über die Präsentation insgesamt diskutieren. Klar, Inflation, Fakten und Erwartungen im Überblick, das besonders im Kontext der Einordnung der Kursbewegung Ende 2023. Gleiches gilt für die Zinserwartung. Was haben wir da eigentlich im letzten Quartal 2023 genau gesehen und warum haben wir es gesehen und wo stehen wir denn jetzt eigentlich nach 2 Wochen im neuen Kalenderjahr und Anlagestrategie mal wieder keine Diversifikation. Und das ist ja ein wichtiger Punkt auch an dieser Stelle. Risikostreuung ist natürlich positiv, wenn Märkte fallen. Hilft mir aber wenig, wenn alles gemeinsam fällt, also Aktien und Anleihen, so wie wir es in 2022 gesehen haben. In 2023, zumindest aufs komplette Kalenderjahr bezogen, hatten wir auch einen gewissen Gleichlauf der Vermögensklassen. Da war es aber natürlich positiv, weil insbesondere aufgrund des letzten Quartals die Anleihen auch positiv abgeschnitten haben und zur positiven Gesamtentwicklung, getragen durch den Aktienmarkt, eben auch noch im Depotkontext beigetragen haben. Also, man muss sich immer klar machen, Risikostreuung, wenn es runtergeht, kann es positiv wirken, außer es fällt alles gemeinsam. Wenn es hochgeht, ist Risikostreuung manchmal sogar nachteilig. Und das sehen wir auch gleich. Wir springen nochmal rein, hier ausgeschnitten aus einem Bericht Ende Q4 2022. Sie sehen hier diese dunkelblauen Balken. Das waren die Ergebnisse im letzten Quartal 2022. Sie sehen, sehr positive Preisbewegung, aber wenn Sie das Kalenderjahr betrachten, deutscher Aktienmarkt -12, europäische Aktien -9, Aktienindustrienationen, also MSCI World -18%, die Schwellenländer -11. Also vereinfacht gesprochen kann man sagen, in diesem Jahr ist alles gefallen, außer Rohstoffen und dem Dollar und zum Teil trendfolgende Strategien. Alles andere war im Minus. Grund damals, die Geldpolitik, die Inflationsüberraschungen, natürlich auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine, speziell über die Sanktionen, natürlich auch zur Inflation beigetragen. Also alles in allem ein sehr negatives Jahr mit aber einem versöhnlichen Jahresabschluss. Das zeigen Ihnen eben diese dunklen Balken. Dann war die Erwartung in vielen Fällen, dass wir im Jahr 2023 eine sichere Rezession sehen. Die ist ausgefallen. Und wenn wir dann das Kalenderjahr 2023 betrachten. Und ich habe bewusst jetzt mal einen Datenpunkt herausgegriffen, Mitte Oktober. Und da muss man sagen, da sah das Kalenderjahr 2023 gar nicht so berauschend aus, weil wir hatten zwar zu diesem Zeitpunkt 12% plus im globalen Aktienmarkt, aber das war in vielen Fällen getragen von den großen Tech- und Technologieplattformen. Wir hatten speziell im ersten Quartal 2023 da starke Bewegung, aber dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert. Der Oktober ging auch als Schocktober dann in die Schlagzeilenlage ein. Und wenn Sie es mal sehen, wie gesagt, die Aktien aus aufstrebenden Volkswirtschaften, naja, plus 2%, Gold auch solide, Rohstoffe ein bisschen im Plus. Aber wir sehen, die Anleihenseite war im Wesentlichen seit Beginn 2023 im Minus, nachdem sie auch 2022 schon zu den Verlierern zählte. Also alles in allem, wo man sagen würde, na gut, ein Jahr, was geprägt ist vom Gegenwind von der Geldpolitik, straffere Geldpolitik, die Banken pleiten
in den USA. Und die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS hat man ganz gut verdaut. Aber alles in allem hat man eben gesehen, naja, außer Technologie ist vieles mit einem starken Gegenwind konfrontiert. Aber die Marktkapitalisierungsgewichte der Berechnungslogik sorgt eben dafür, dass die Indizes speziell in den USA und dann auch im MSCI World so positiv aussehen, was vielleicht die Realität in der Wirtschaft, respektive natürlich in den breiten börsennotierten Unternehmen zum Positiven verzerrt. Dann kamen die letzten Wochen des Jahres und da sehen Sie eben, da hatten wir einige fulminante Wochen entsprechend hier später und dann sehen Sie schon, das Bild hat sich gedreht. Der Aktienmarkt hat dann in den letzten Wochen nochmal seine Zuwächse von 12 auf 24% verdoppelt. Wir sehen die Emerging Markets dann auch plus 10%. Wir sehen Gold dann ordentlich zweistellig. Wir sehen, die Rohstoffpreise sind gefallen. Das ist gleich nochmal wichtig im Gesamtkontext. Aber wir sehen dann eben auch die Anleihemärkte, die ja eben noch leicht im Minus waren oder maximal plus minus null, haben dann je nachdem, ob sie auf die Aggregate im Dollar oder im Euro schauen, auch noch ein Plus zwischen 5% und 7% generiert. Also diese letzten Wochen des vergangenen Jahres haben dann vieles eben nach oben geschoben und wir sehen hier eben sehr schön, dass wenn Sie das Kalender hier insgesamt betrachten, dass wir genau das Spiegelbild von dem sehen, was wir 2022 hatten. Also 2022 alles gemeinsam gefallen, besonders die großen Vermögensklassen, Aktien und Anleihen, gemeinsam mit deutlichen Vorzeichen. Im Ergebnis sogar defensive Portfolios mit beispielsweise 70% Aktien, sorry, Anleihen und 30% Aktien. Die waren 2022 mehr im Minus oder zum Teil mehr im Minus als beispielsweise offensive Strategien mit 80, 90 oder gar 100% Aktien. Also verkehrte Welt, die Begrifflichkeiten haben dann nicht gepasst. Und jetzt sehen wir eben 2023 das Ganze sich umgedreht. Wir sehen jetzt eben Aktien im Aktienmarkt global mit den bekannten Problemen, was die Verteilung der Beiträge zum positiven Ergebnis betrifft, weiter vorhanden. Aber insgesamt Aktien im Plus, Anleihen im Plus. Also von daher muss man sagen, sehr positiv. Was war der Grund? Naja, wir sehen, dass die Inflationserwartungen, die man abliest, zum Beispiel aus Inflationsswaps, also wenn Sie so wollen, kapitalmarktbasierte Inflationserwartungen, keine auf Verbraucherumfragen basierenden Ergebnisse. Da sehen Sie eben dann eben auch in den letzten Monaten, da ging es sowohl in der Eurozone als auch in den USA, ging das eben entsprechend nach unten. Und diese zurückkommenden Inflationserwartungen plus ja auch die schwächeren Rohstoffpreise, die haben sich eben positiv ausgewirkt. Die Marktteilnehmer haben spekuliert und haben gesagt, naja, dann können die Zinsen ja fallen, die Geldpolitik kann die Leitzinsen senken, die Zinsstrukturkurve, die wird zwar ein bisschen steiler werden, aber alles in allem, das war es jetzt erstmal mit dem Thema Zinserhöhung, das war es mit einer strafferen Geldpolitik, jetzt wird es wieder ein bisschen lockerer, das hat man antizipiert und das sehen Sie eben hier auch sehr schön in dieser Zinsstrukturkurve für Deutschland jetzt mal exemplarisch dargestellt. Und da sehen Sie nämlich genau diesen Punkt, wenn Sie mal die Zinsstrukturkurve vor 6 Monaten betrachten oder auch vor 3 Monaten, nehmen wir die vor 3 Monaten in Grau, da sehen Sie im Endeffekt, da war man beim 5-Jahres-Zins noch irgendwo so bei 2,6, 2,7%. Dann sind wir nach unten gefallen bis Mitte Dezember. Naja, auf um die 2%, also wirklich ein deutlicher Rückgang. Das sind ja quasi 35 Prozentpunkte Rückgang. Das war natürlich ein sehr starker Move. Diese Zinsbewegung natürlich positiv. Das hat die Kursgewinne bei den Anleihen erzeugt. Das hat natürlich auch die Aktien stimuliert. Stichwort natürlich lockere Geldpolitik in der Erwartung ist natürlich für die Unternehmen erstmal vorteilhaft. Stichwort A für die Bewertung, B für die Refinanzierung. Und ähnliches. Also relativ viel Euphorie und das hat auch gar nicht zu dem gepasst, was die Notenbanken gesagt haben, sondern dementsprechend war die Differenz zwischen eigentlich den Aussagen der Notenbanken, was man vorhat bezüglich Zeitpunkt von möglichen Zinssenkungen, Geschwindigkeit und Umfang, aber vielleicht auch das ganze Thema, wie gehen wir mit dem Thema Quantitative Tightening um? Also Sie wissen ja, die Notenbanken versuchen ihre Bilanzen zu schrumpfen. Das ist ja neben den Leitzinsen auch sehr wichtig für die globale Liquiditätsversorgung. Und da sehen Sie jetzt eben, das lief ja weit auseinander. Und jetzt sehen wir, wenn Sie den jüngsten Datenpunkt nehmen, eben hier vom 15.01., also gestern in Blau, da sehen Sie jetzt, dass die
Renditen jetzt hier, wie gesagt, für Deutschland sehen, wie sind wir denn ein bisschen nach oben gekommen? Also, was wir jetzt sehen, so ein bisschen könnte man formulieren, die Marktteilnehmer, vielleicht auch noch ein bisschen geprägt durch den schwachen Handel in der zweiten Hälfte des Dezember dann, dass man hier gesehen hat, dass man zu sehr übertrieben hat, zu viel Zinssenkung eingepreist hat, zu viel Euphorie dann eben auch am Aktienmarkt, weil man muss auch sagen, eine lockere Geldpolitik hängt ja auch immer zusammen mit einer sich abschwächenden Wirtschaft. Und daher sehen wir momentan auch, dass der Markt bei weitem nicht so positiv gestartet ist, wie wir das in 2023 gesehen haben, weil da waren schon unheimlich viele Vorschusslorbeeren wahrscheinlich jetzt im vierten Quartal 2023 drin. Und dementsprechend auch die aktuellen Konsumentendaten, Sie haben es für die USA gesehen, die waren ja mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen. Und wenn man in den Details schaut, findet jede Meinung dann auch ein Argument. Hier die Daten für Deutschland heute Morgen gekommen. Verbraucherpreise in der Lesart des Statistischen Bundesamtes 3,71%. Harmonisierte Verbraucherpreise, die wird immer berechnet, um es mit anderen Ländern vergleichen zu können innerhalb der Europäischen Union. Und dementsprechend sehen wir eben jetzt die Bewegungen nach oben. Deutschland natürlich auch ein besonderes Thema aufgrund der verschiedenen politischen Erwägungen, die man gar nicht diskutieren sollte an dieser Stelle. Also, das ist im Endeffekt ein Punkt. Jüngste Inflationsdaten hoch. Inflationsdaten Eurozone, speziell die Kerninflationsrate, die sehen Sie hier in dunkelblau. Die ist jetzt auch im Vormonatsvergleich dann wieder um 0,4% angestiegen. Und das ist ja die Thematik, die wir uns noch mal kurz in Erinnerung rufen müssen. Wir hatten im Rahmen der Corona-Pandemie hat man die Weltwirtschaft in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Damit der Patient nicht stirbt, hat man ihn sehr stark mit Sauerstoff und mit vielen anderen Themen unterstützt. Also fiskalpolitische Programme, die Geldpolitik hat alles finanziert. Dieses Hand in Hand von Staat und Notenbank war ja sehr stark. Dann waren natürlich auch viele Lieferketten eingeschränkt. Wir haben das Thema, nachdem die Nachfrage zurückkam, das Thema Inflation gesehen, speziell bei den Gütern, weil natürlich auch die Lieferketten, die Produktion und ähnliches stark betroffen waren. Dann hat sich vieles normalisiert. Die Güterpreise kamen zurück, also der Beitrag aus den Güterpreisen zu unseren Konsumentenpreisen, der hat sich deutlich relativiert. Produzentenpreise auch gefallen, also nicht nur eine negative Veränderungsrate, sondern mit einem negativen, sorry, also nicht nur mit einem niedrigen positiven Vorzeichen, sondern mit einem negativen Vorzeichen. Also wirklich fallendes Niveau. Gleichzeitig sind die Menschen aber alle wieder mehr rausgegangen und dann haben wir das große Thema Dienstleistungsinflation, respektive natürlich auch, wir sehen das Thema Löhne. Und jetzt wird es natürlich spannend, weil wir jetzt sehen, dass durch die Ereignisse im Nahen Mittleren Osten, durch die Problematik für den Schiffsverkehr, dass wir nun neue Probleme bei den Lieferketten bekommen könnten. Das heißt, die Dienstleistungspreisinflation, die ist immer noch nicht ganz weg. Aber die Güterpreisinflation, bei der man dachte, na, das war es jetzt erstmal. Und die Rohstoffpreise haben ja vielleicht auch eine Entlastung, weil die Weltwirtschaft ja nicht übermäßig wächst. Da könnte man jetzt ein bisschen Gegenwind bekommen. Das heißt, dieser Inflationsausblick, den man im letzten Quartal 2023 aufgebaut hat, der hat jetzt insgesamt ein bisschen Gegenwind bekommen, weil man sagt, naja, Realität sind vielleicht ein bisschen zu viel Vorschusslorbeeren, die jetzt noch diese politischen Themen, diese geoökonomischen, geopolitischen Aspekte. Und deswegen ist der Inflationsausblick schwerer, natürlich nicht nur für uns, sondern auch für die Notenbanken. Und das ist jetzt der große Punkt, weil die Notenbanken wollen mit Sicherheit nicht den Fehler machen, die Geldpolitik zu lockern und dann eine Rückkehr der Inflation haben. Natürlich wissen wir alle, die Transportwege können die Notenbanken nicht verantworten. Dennoch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, speziell in einem Superwahljahr, wie wir es 2024 haben, steht die Inflation natürlich auch sehr stark im Fokus bei der Politik, den Regierungen, speziell natürlich den im Amt sitzenden Regierungen, die wiedergewählt werden möchten, aber natürlich auch bei den Zentralbanken. Und das bringt uns alles in allem zu den Fragestellungen, die wir hier sehen. Haben wir zu viel Optimismus bezüglich Inflationsraten, die weiter fallen? Also glauben wir, dass die Inflation so schnell so niedrig wird, dass die Notenbanken relevante Zinsschritte vornehmen? Also nicht, wir senken mal ein Viertelprozent, sondern wirklich dieses Prozent oder gar mehr bis Ende des Jahres 2024.
sehen wir das nicht? Und dann natürlich auch die Frage, wiederholt sich dann eher das Jahr 2022? Also sprich, zu viel Optimismus bei der Geldpolitik. Die Zinsen kommen nicht so stark zurück wie eingepreist. Deswegen Aktien und Anleihen gleichzeitig mit Problemen. Oder sehen wir eine Wiederholung des Jahres 2023? Wir sehen vielleicht sogar eine Normalisierung mit einem normalen Kapitalmarktjahr, nur eben mit anderer Dynamik, speziell eben am Aktienmarkt dann eben keine plus 20% mehr, weil ja auch die Bewertungen dieser Technologieunternehmen ja deutlich zugenommen haben im vergangenen Jahr. Also von daher, eine straffere Geldpolitik würde Aktien und Anleihen gleichzeitig vor Probleme stellen. Bei Anleihen natürlich speziell dahingehend, wie lange ist die Restlaufzeit. Bei den Aktien muss man auch auf die Sektoren schauen, haben wir gleich noch einen Punkt. Also das würde dafür sprechen, eigentlich die Marktabhängigkeit sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen dort ja zum Beispiel die Duration zu reduzieren. Andererseits, wenn die Geldpolitik na, halbwegs günstig bleibt, vielleicht nicht so positiv wie zwischenzeitlich eingepreist, vielleicht nach einer Normalisierung jetzt dieser extremen Bewegung im letzten Quartal, könnten wir auch bei beiden Vermögensklassen eine positive Entwicklung sehen, was dann eigentlich ein ganz, sagen wir mal, solides Kapitalmarktjahr werden könnte, wo man eben sagt, na gut, die Unternehmen, die können die Gewinne ein bisschen steigern, haben sich langfristig refinanziert, die Margen sehen auch ganz gut aus und von der Rentenseite gibt es nicht zu viel Gegenwind. Also Sie sehen schon, das ist natürlich ein sehr großes Thema für die Steuerung der Vermögensklassen auf der großen Ebene. Also wie ist meine Aktienquote, wie ist meine Anleihenquote in Relation zum Cash? Im Detail muss man sich natürlich die Frage stellen, wie soll eigentlich meine Sektorgewichtung sein? Nehmen wir die Anleihen als Beispiel. Es macht ja einen großen Unterschied, ob Sie Geldmarktpapiere haben in kurzlaufenden, variabel verzinsten deutschen Staatsanleihen oder ob Sie zehnjährige Papiere haben. Großer Unterschied, beides sind Anleihen, aber die Reagibilität auf Zinsveränderungen natürlich sehr unterschiedlich. Am Aktienmarkt auch ein großes Thema. Wir haben uns ja in den letzten Jahren alle angewöhnt, oft nur auf diese großen Indizes zu schauen. MSCI World, S&P 500 und ähnliches. Schaut man sich aber mal Teilsegmente des Aktienmarktes an, nimmt man zum Beispiel mal den sehr beliebten Anlagestil des Dividendenfokus, auch Dividendentitel, die eher Dividendensteigerungen erwarten lassen, also schon auch so mit einem gewissen Qualitäts Fokus. Da muss man sagen, der Dividendenmarkt hat sich sehr, sehr schwer getan. Teilweise sehen Sie da nur Aufschläge 3%, 4%, 5%. Und wenn Sie das vergleichen mit dem globalen Aktienmarkt, mit dem plus 20 oder mit dem Technologiethema, dann sehen wir da eben erhebliche Unterschiede. Und das ist ja auch die große Frage am nächsten Punkt. Sehen wir eine größere Marktbreite als in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres? Oder war das letzte Quartal, wo wir ein bisschen mehr Marktbreite bekommen haben, dass eben nicht nur alles auf 7 bis von mir aus 20 Unternehmen schaut, ob jetzt in Europa oder in den USA, sehen wir dort entsprechend auch mehr Marktbreite. Zu dieser ganzen Fragestellung, die wir hier diskutieren können, kommt ja noch dazu, wir haben das Superwahljahr 24, wir haben das Thema natürlich großer Fokus auch auf die Wahlen in den USA. Donald Trump jetzt Iowa gewonnen, Donald Trump natürlich auch ja, wird sehr heterogen gesehen, aber natürlich für Europa, gerade im Kontext der Ukraine-Unterstützung, der NATO-Verpflichtung, auch ein großes, großes Thema natürlich für Europa, weil wenn Donald Trump gewählt werden würde, was würde das beispielsweise heißen für die Verteidigungsfähigkeit, für die Ausgabenposition in den nationalen Haushalten in Europa? Und auch das ist natürlich ein wichtiges Thema, weil wenn wir mehr Geld brauchen, und gleichzeitig den Sozialstaat nicht zurückstumpfen, bei den Steuererhöhungen auch irgendwann mal die Luft raus ist, weil sie einfach nicht mehr tun können, dann geht es nur über neue Schulden. Und neue Schulden könnten natürlich dafür sorgen, dass die Zinsen steigen. Und das würde auch die Politik der Notenbanken wieder konterkarieren. Also, was man sagen muss, und ich kann Ihnen hier jetzt auch leider Gottes keine einfachen Antworten geben, es macht großen Sinn, nicht einfach nur zu sagen, das Kalenderjahr 2023 vom 1.1. bis 31.12., das sieht doch vom Ergebnis gut aus und das wird nicht reichen, sondern man wird schon schauen müssen, was sind die Faktoren, was waren die Gründe, die zu dieser Bewegung geführt haben, wie bin ich da mitgelaufen, wo habe ich jetzt vielleicht Klumpenstrukturen im Portfolio, die so nicht gewollt sind, wo haben sich vielleicht auch meine Wertpapiere, auch wenn ich sie selbst nicht aktiv angefasst habe. Denken Sie gerade bei Indizes dran. Indizes werden ja laufend neu berechnet und quartalsweise halbjährlich neu gewichtet. Das heißt, auch wenn Sie Ihr eigenes Wertpapierdepot nicht aktiv durch Käufe und Verkäufe verändern, verändert sich ja die Charakteristik Ihres Wertpapierdepots laufend.
Und wenn sich jetzt noch das Umfeld ändert und wir diese sehr, sehr große Fragestellung haben, wie eben skizziert, Aktien versus Anleihen 2022 oder 2023, innerhalb der Aktienquote eher mehr Marktbreite oder doch wieder nur Tech, im Anleihemarkt auch die Frage, wie viel Kreditrisiko gegenüber Zinsänderungsrisiko. Diese Themen, die sollte man sich momentan anschauen, und was man sagen muss, sie lesen momentan sehr viele Marktausblicke, die Marktausblicke landen in den Medien, aber man muss es ganz klar sagen, diese Punkte jetzt final zu beantworten und zu sagen, das ist jetzt die richtige Strategie, das musst du jetzt tun. Da muss man sagen, auf der individuellen Ebene gilt das Thema analysieren, einordnen in die persönliche Anlagestrategie, aber auf der allgemeinen Makro- oder pauschalen Aussageebene, da muss man sagen, es ist viel zu früh, um seriös Prognosen zu treffen. Wir haben das Thema Wahlen mit allen Implikationen. Wir haben die geopolitischen Themen, Stichwort Iran. Also diese Punkte, die haben wir alle noch. Von daher, ich hoffe, ich konnte Sie sensibilisieren dafür, diese Fragestellung mal aufzunehmen, diese auch mal zu durchdenken. Wir werden Sie natürlich auch auf dem Laufenden halten mit diesen Ideen, mit diesen Denkanstößen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man zumindest mal erkennt, welche Fragen muss ich mir in der Anlagestrategie stellen und welche Punkte sind hier relevant. An dieser Stelle, wir sind auch ganz gut in der Zeit, 12:26 Uhr. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige wichtige Fragestellungen mitgeben. Ich würde die Aufzeichnung nun beenden. Im Nachgang bekommen Sie natürlich wie gewohnt die Konserve zugeschickt und alle anderen lade ich nun zur Fragerunde ein. Nutzen Sie ja gerne die Möglichkeit, die die Software Ihnen bietet. Im Nachgang natürlich auch. Viele nutzen auch gerne das Medium E-Mail oder greifen zum Telefon. Also je nach Fasson nutzen Sie den Kommunikationsweg mit uns, der für Sie am besten passt. In diesem Sinne darf ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.